Mein Name ist Romano Solano, ich bin 22 Jahre alt und lebe aktuell in der Schweiz, in Solothurn, und ursprünglich komme ich aus Italien. Die Leute in Solothurn erkennen mich eigentlich sehr schnell auf der Straße, sei es ja, der kleine rennende Junge mit einem Arm, kennt man in Solothurn langsam, aber natürlich auch durch Gotto-Dance, und also das ist wirklich eigentlich eine coole Sache, wenn man erkannt wird. Ich denke, was speziell bei ihm ist, dass er sehr einfühlsam ist und er findet irgendwie die alten Sachen, merkt, spürt er, dass man von außen eigentlich gar nichts sieht. Und ja, wenn einem schlecht geht, dann weiß er eigentlich sofort, was los ist, fragt nach und versucht da zu sein. Also das Besondere an meinen Freunden ist eigentlich, dass sie immer da sind, wenn man sie braucht, und man wirklich sehr gut zusammen Zeit verbringen kann. Wir haben sehr viel Spaß zusammen und das ist das, was ich wertschätze. Also er war schon immer ein lebhaftes Kind. Bei uns läuft immer der Radio zu Hause und er hat schon dort mit der Schwester vor dem Radio getanzt und immer gelacht. Er ist ein fröhliches Kind gewesen und jetzt ein fröhlicher, erwachsener Mann. Und das hat ihn immer ausgezeichnet. Also ich bin bei jeder Sendung oder bei jedem Wettbewerb dabei gewesen und lustigerweise rührt mich jedes Mal. Er kommt mit Tränen, wenn ich ihn sehe tanzen, und das ist wirklich etwas, wo einmalig ist. Romano wurde ganz regulär angestellt, ging durch die gleichen Assessments wie alle anderen Mitarbeitenden auch hier. Und vor allem herausragend ist seine Kommunikation mit unseren Lieferanten, aber auch mit unseren Kundendienstmitarbeitenden. Ein Leben ohne Tanzen ist für mich eigentlich unvorstellbar, weil es ist einfach, ich bin einfach ich.